Hallo Leute und willkommen zurück bei Metroid. Ich bin wieder in dem Schiff drin. Ich habe ja bei der letzten Folge gefragt, wie ich hier weiterkommen soll, was ich machen soll. Vergesse ich irgendein Item? Und tatsächlich gibt es hier in diesem Schiff ein Item, das sehr wichtig für uns sein könnte. Denn es erleichtert uns einen ganz bestimmten Bossgegner. Ja, ich habe mich wieder ein bisschen informiert, aber bei dem Spiel darf man es ruhig. Man sollte nämlich eigentlich sogar einen Berater dabei haben, der einen viele Sachen empfiehlt und einen weiterhelfen kann. Ich glaube, ich bin nicht in diese Tür reingekommen. Warum auch immer. Ich glaube, man muss erst alle Gegner töten. Beim letzten Mal habe ich die irgendwie übersehen. So, ich sollte jetzt nicht mehr so viel Schaden nehmen. Das wäre nicht so toll. Und ich sollte mich auch mal wieder auffüllen. Mann, diese Gegner sind aber ganz schön stark. So, jetzt erstmal den hier. Der kann mir ein bisschen Energie wiedergeben. Wenn er so nett wäre. Bam, der auch nochmal. Ja, die geben mir ordentlich Energie zurück. Wie beim letzten Mal eigentlich, wo wir durch sind. Aber ich muss wirklich alle Gegner töten, sonst funktioniert das nicht. So, das machen wir einmal auf. Und dann kann ich hier durchlaufen. Was ist da eigentlich im Hintergrund? Sind das Metroids? Sieht so aus, ne? Als wäre das hier so eine alte Forschungsstation irgendwie. Ja, es ist ja eigentlich ein Raumschiff. Hm. Aber hier gibt es, glaube ich, auch nochmal was. Ja, jetzt ist die Tür offen. Und seht ihr, da war ich noch gar nicht drin, wenn ihr oben auf meine Map guckt. Da war ich noch gar nicht drin in den Raum. So. Oh. Hier gab es ja diese Kollegen. Die schießen so schön mit diesen Teilen hier, aber wir können sie auch abschießen und dann können wir hier einfach wieder durchlaufen. Yeah! Wir schießen einfach die Mülleimer ab. Das ist so lustig, wie die rumlaufen. Mann, da hätten sie sich echt was Besseres ausdenken können. So, du Kollege auch, du musst leider auch verschwinden. Oh, ich schieße nur gegen den anderen. Jetzt aber, komm schon! Bam, 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 bam. Ich drück ganz schnell drauf. Ja, stirb. So, und was haben wir da? Einen neuen E-Tank. Yay! Und dann werde ich gleich mal das Scope benutzen, um mich hier durchzuscopen. Moment. Erstmal auswählen. Da ist es. Na, hier war doch irgendwas. Nee? Ich wäre fast sicher, hier wäre was gewesen. Warte, ich lege mal so eine Bombe. So eine super-duper-Bombe. War ich so super... Nee, hier gibt's nichts. Wo war denn das? Wow. War hier was? Nee. Das ist der Grabber? Warte. Nee. Sieht nicht so aus. Aber wir müssen jetzt erstmal wieder raus aus dem Schiff, denn wir müssen durch eine andere Stelle reinkommen. So, da sind wieder unsere Lieblingsleute. Bam, 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 stirb am besten. Und da ist ein Fliegeviech. Die machen wir jetzt alle platt. Ihr könnt mir mal Energie geben, das wäre super. Na, ich muss sie wieder alle töten, damit die Tür aufgeht, oder? So, da sind jetzt erstmal wieder diese Teile hier. Sind hier noch solche Fliegemänner? Ja. Die sind nicht so toll. Und ich muss auch aufpassen bei diesen komischen Elektroteilen, bei diesen grünen. Na, da ist doch noch einer. Ja, der da. Bei diesen Elektroteilen, die schmeißen öfters mal was runter. Und dann kann man sich auch verletzen. So, ich kontrolliere mal alles ab, aber ich glaube, da gibt es nichts mehr. Aber das ist echt nützlich, dieses Teil. Gut, dass man das überhaupt finden kann. Ich zeige euch jetzt nämlich mal was ganz Lustiges. Und zwar sind wir jetzt wieder hier oben. Und hier gibt es auch nochmal ein Versteck, das möchte ich euch zeigen. Das ist aber ein bisschen schwer zu bekommen. So, wo ist es denn? Ich brauche nämlich einen Gehilfen. Wo bist du, mein Gehilfe? Wo ist er hin? Der müsste gleich kommen. Ihr habt ihn ja schon in der letzten Folge gesehen, da ist er. Unser Freund. Und Helfer, das Transportgerät. Jetzt bin ich mir nur unsicher, wann ich losspringen sollte. Finde ich denn unseren Kollegen? Da kommt nochmal ein anderer, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, da vorne ist er sogar. Ich sehe ihn. Hallo, Kollege. So, ich glaube, ich muss nochmal höher springen, wenn ich mich nicht irre. Also, ich muss immer wieder auf den Bildschirm gucken. Immer nach oben, da ist er. Lustig runterfallen. Ja. Ich kann vielleicht nochmal auf den raufspringen. Achso, das ist der andere, ne? Okay, dann müssen wir das mal kurz beschleunigen. Tja, so kann das gehen. Oh, shit. Ja. So ein Glück habe ich heute. Das habt ihr nur mit mir. Na, wo ist er denn jetzt? Oder ist es der da ganz oben? Nee, kann er doch gar nicht sein, oder? Oh Mann, ich bin wieder super unterwegs hier. wo ist denn unser Kollege? Hallöchen, ich möchte bitte auf dir riden. Da wäre er gewesen, oder was?
Nee, da ist er. Schnell! Ich kann sogar auf den oberen Hof springen. Oh nein! Ja. Ich bin wieder super unterwegs. Da! Oh, ich schaffe es nicht. Er ist zu weit weg. Was mache ich denn jetzt? Vielleicht schaffe ich es sogar. Aber ich will jetzt nicht nochmal runterfallen. Nein, ich glaube, ich gehe wieder zurück, oder? Ja, shit. Aber ich könnte theoretisch doch gleich auf den springen. Warum mache ich das denn nicht? Ja, warum springe ich nicht gleich auf den drauf? So. Oh, das war ein bisschen... Au, okay, versuchen wir das Ganze nochmal. Dieses Vorspulen, das ist nicht so vorteilhaft, wie man das eigentlich glauben sollte. Und so, nein, ich bin schon wieder runtergefallen. Oh, ich bin so ein Depp. So, jetzt aber. Jetzt schaffe ich's. Glaubt mir. Mein Skill ist überragend. Jetzt können wir das Ganze hier schaffen. Jetzt können wir das Ganze hier schaffen. Wir müssen jetzt nur noch auf unseren Kollegen hier warten. Der muss jetzt einmal komplett hier durchfliegen, aber ich habe ja meine Vorspultaste. Komm schon. Du willst es doch auch. Gib es mir. Ich weiß, du willst es mir geben. Und da haben wir schon. Yeah. Einen neuen Missile-Tank. Den wollte ich noch unbedingt haben. Den wollte ich noch unbedingt mitnehmen. Bitte, Dankeschön. Jetzt können wir wieder runter. So. Jetzt müsste es hier... Da sind wir ja schon mal durchgegangen. Wir müssen jetzt hier runter. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Ja, das ist der richtige Weg. Jetzt wird es richtig interessant, Leute. Oh, hier kann ich mich sogar aufleveln, wenn ich möchte. Ja, dann kommt mal her. Oh, schade, es sind leider nicht mehrere Viecher. Es sind leider nur der Einzelne. Leider nicht wie in Norfair. Weil in Norfair ist das Teil ja echt genial. Ja, da kommen einfach 5 solche Teile raus und man kann super schnell das auffarmen. Aber wir brauchen jetzt jede Menge von diesem Zeug. So, füll mich auf, du kleiner Nashornkäfer oder was auch immer du bist. Mann, echt super, jetzt haben wir 15 Megabomben. 15 Megabomben und 10 von diesen Power-Dingern. Oder wie auch immer die heißen. So, jetzt ist es aber genug. Obwohl, ich könnte mehr Missiles gebrauchen, was? Könntest du mir mehr Missiles geben? Das wäre super. Ja, gib mir die Missiles her. Ich kann jetzt bestimmt so 70 Stück aufheben. Oh Mann, ich hasse dieses Level. Na, egal. Das reicht jetzt erstmal. Jetzt kommen wir in ein neues Gebiet des Schiffes. Seht ihr? Boah. Hey, habt ihr das gesehen? Ich habe 2 auf einmal getroffen. Mit einem Schuss. Oh nein, die Viecher sind ja super unerträglich. Oh nein, die machen ja, die fallen wie so ein Blatt runter. Echt komisch. Ja. Stirb, Kollege. Da kann ich gar nicht rauf. Egal. Jetzt müssten wir wieder im Schiff drin sein. Ja, seht ihr? Dun, dun, dun. So, jetzt muss ich mich nur noch perfekt darüber hangeln. Und dann läuft das. So. Hey, seht ihr? Ich bin schon viel besser geworden. Oh, das war nicht so vorteilhaft. Oh, schnell! Schade, dass man die Länge nicht selber bestimmen kann von dem Teil. Das wäre sehr hilfreich. Ja, würdest du dann bitte... Ja. Warum sehen die Teile eigentlich so anders aus? Die sehen irgendwie so kaputt aus. Oh, tatsächlich, die fallen runter. Das heißt... Oh, seht mal, was wir hier haben. Eine Shosur-Statue. Also dann, Kollege, dann verrichte mal dein Werk. Gib mir den Gravity Suit. Hm, der wacht irgendwie auf. Der ist irgendwie komisch. Anders als die anderen Items. Ständer und der... der rennt einfach los, der Typ. Der Shoso. Und der macht netterweise auch diese ganzen Stacheldinger kaputt. Da läuft er einfach mit uns rum. Na, bist du bald fertig? Oh, da geht's runter. Seht ihr das? Da wären wir jetzt gar nicht ohne ihn durchgekommen. So. Danke fürs Tragen. Ja. Boom. So. Jetzt ist die Frage, was ist hier drin? Sieht nach einem Item aus, oder? Und jetzt sage ich euch mal was. Bam! Gravity Suit. Ist das fett? Oder? Jetzt haben wir einen neuen Suit, Alter. Und jetzt... Sie zieht sich einen neuen Suit an. Jetzt sind wir violett. Wisst ihr, wie geil dieser Suit ist? Der ist so mega fett. Bam. Gut, dass ich den noch mitgenommen habe, was? Aber wir sind noch nicht fertig. Hier gibt es nämlich nochmal was. Aber ich glaube, ich brauche hier... Nee, ich brauche keine Mega-Bomb.
Mega Power, super. Dreimal fantastisch. So, hier geht's noch weiter. Geh mal da vorne lang, Kollege, ja? Geh mal da lang. Die schießen wieder ihre Kreise, oder? Gut, dass nicht der andere Kollege da reingefallen ist. Seht mal, da ist nochmal ein Missile-Dinger. Das ist super, oder? R2D2, beweg deinen Arsch. So, weg damit. Hier gibt's auch nochmal irgendwas. Hier gab's doch nochmal irgendwie was, oder? Wenn ich mir das... Hier war nochmal irgendwas... Ja, seht ihr das? Ha! So, unser Shoso, der kann auch komplett damit zerstört werden. Das ist ja echt lustig. Seht ihr das? Der kann einfach kaputt gemacht werden. Wisst ihr was? Netterweise. Lustigerweise gehe ich einfach mal hier so drauf. Wir sind ein violetter Ball. Oh mein Gott. Stirb. Wir haben die Shoso-Statue vernichtet. Lass mich raten, hier ist auch wieder so ein Kollege. Nee, was ist denn hier los? Ah, stimmt. Da brauche ich jetzt einen Trick. Oder warte mal, kann ich das vielleicht irgendwie anders machen? Kann ich da rüberlaufen? Ja, das geht sogar. Wie kann ich diese... Also es gibt so einen Trick, den man machen kann. Warte, ich versuche das jetzt mal. Hey, ich habe es geschafft, aber wie wende ich den jetzt an? Wie wende ich denn diesen Trick an? Ich habe es irgendwie geschafft, also wenn man runterdrückt, dann kann man das irgendwie schaffen. Muss ich nochmal? Das ist... Wow, seht ihr das? Das ist ein Trick, den man machen könnte. Ah, okay, mit der Sprungtaste kann ich dann... Seht ihr, das ist so eine Art, so ein Speed-Booster-Teil, irgendwie Dingens. Und das kann einen irgendwie nach oben schmeißen. Aber ich muss nur den richtigen Augenblick abwarten, weil ich bin noch nicht so geübt da drin, das auch so, das zu verrichten. Ja, ich brauche ein bisschen mehr Anlauf. Aber ich darf auch nicht zu weit Anlauf nehmen, weil sonst bin ich wieder mitten auf dem Weg drin. Naja, das ist schon die perfekte Länge. Warte, kann ich da irgendwie hochschießen? Ich glaube, da kann man auch hochspringen. Nee. Ich muss nur den richtigen Moment abpassen. Oh, immer so ganz knapp. Warte, ich nehme noch ein bisschen mehr Anlauf. Am besten hinter den Roboter. Ja, jetzt geht's. Bam. Seht ihr das? Ich habe zum ersten Mal dieses Teil eingesetzt. Oh Mann, das ist so super. So, jetzt kriegen wir auch ein neues Item. Und zwar Reverse Tank. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe das schon öfters gesehen in Let's Plays. Und also in irgendwelchen Walkthroughs. Aber was kann ich denn damit jetzt machen? Was macht denn dieses Reverse Tank? Warte, ich guck mal in meinem Anzug nach. Oh, hier geht's sogar noch weiter. Und da hinten habe ich auch nochmal einen Raum übersehen. Ja, das ist aber gar nicht gut. Mode Auto Reverse Tank. Manu, hä, was macht denn das? Und warum ist es bei mir blau und nicht gelb? Und hier soll es auch nochmal was geben? Moment, das muss ich erstmal abscopen. Hä, wie kommt man denn da durch? Hä? Ich verstehe es nicht. Da unten ist nochmal ein Weg. Und da oben, von da oben bin ich ja gekommen, ne? Ach so, kann ich denn da durch, oder was? Hä, wie kommt man denn da durch? Also da scheint ein Weg zu sein. Aber mit dem Scope? Warte, ich versuche nochmal zu scopen. Hä, wie kommt man denn da hoch? Müsste ich mir eigentlich gerade nochmal ein Walkthrough angucken, was? Ja, aber wie schafft man das denn da hochzukommen? Kann man da einfach rüberlaufen? Jetzt bin ich aus Versehen runtergefallen. Ja, super. Schöne Wurst. Wie kommt man da hoch? Wenn ich vielleicht... Ups, falscher Knopf. Und wenn ich... Wenn ich diesen Speedbooster da einsetzen könnte, dann müsste es funktionieren. Na guck, ich kann da einfach durchschießen. Ja, okay, ich kann durch alles durchschießen. Ja, damit, wie kommt man da hoch? Warte, ich leg mal eine Bombe. Und jetzt? Nichts passiert. Wie komme ich da lang? Und was gibt's da überhaupt? Es scheint nur ein Gang zu sein. Ich würde da echt gerne durch jetzt. Aber wie kommt man da lang? Ich
bin schon viel zu lange wieder am Überlegen. Ihr könnt es mir ja in die Kommentare schreiben. Ihr wisst es wahrscheinlich wieder besser als ich. Hupsala. Den habe ich schon wieder draußen. Dann gehen wir schnell hier wieder raus. Wie komme ich eigentlich wieder ins Schiff rein? So, auf direkten Wege, meine ich. So. Kann ich da eigentlich hochgehen? Ich glaube, das wäre Selbstmord. Nee, da kann man gar nicht raus ohne den Kollegen, der einen trägt. So. Hier gibt es, glaube ich, auch nichts mehr. Nicht, dass ich irgendwas übersehe, weil man kann sehr leicht was übersehen. Ja, seht ihr auch, obwohl ich dieses Scope-Dinger habe, kann man nicht wirklich einschätzen, was man jetzt macht. Und guck mal, das Coole ist an unserem Gravity Suit, der tariert das so aus, dass wir, auch wenn wir im Wasser oder der Lava sind, dass wir hier rumjumpen können, wie wir wollen. So, jetzt müsste ich nur noch da raufkommen irgendwie. Lässt du mich darauf? Boah, ich bin sogar raufgekommen. Jetzt werden wir noch schnell mal ins Schiff wieder hineingehen. Auch wenn wir schon tausendmal drin waren, jetzt hier schon wieder. Denn ich habe etwas übersehen. Da ist noch mal ein Raum, da kamen wir ja nicht durch, weil wir diesen Gravity-Dinger haben. Nicht den Gravity-Dinger hatten. So, einmal nach unten, das ist gleich ein Stockwerk runter. Einmal dadurch, da habe ich ja gefragt, wie man das machen kann. Theoretisch wäre es möglich mit dem anderen Teil? Nee. Wow, das war mega knapp. So, hier wisst ihr ja, ich bin da nicht durchgekommen, weil wir die Schwerkraft nicht überwinden konnten. Oder besser gesagt, den Wasserdruck austarieren. Was wir hier jetzt finden, weiß ich auch nicht, was da drin ist. Okay. In Ordnung. Das ist ja aber eine gemeine Falle. Oh, hier sollte ich vielleicht ein bisschen aufpassen. Ja. Ich bin wieder super gut unterwegs. Gleich ist meine Energie leer. Okay. Vielleicht sollte ich nicht im Wasser sein, was? So. Okay, ich weiß nicht, wo mich das hinführt jetzt. Oh, habt ihr das gesehen? Da oben geht's weiter. Da ist auch nochmal ein Weg. Bäm, kann man da durch? Hä, warum kann ich nicht da durch? Warte, ich werde mal eine Bombe legen. Da geht's anscheinend weiter. Hä? Aber auch irgendwie nicht. Doch, jetzt. Oh, seht ihr das? Das ist eine besondere Tür. Die muss man aufsprengen. Ich frage mich, was dahinter ist. Und da unten war ja auch nochmal ein Gang. Hört sich auch nach Itemraum an. Aber ich glaube, wir gehen erstmal nach unten. Mann, das Schiff ist größer, als ich dachte. Echt viel größer, als ich dachte. Nicht schlecht. Wir gehen erstmal wieder nach unten. Einmal bitte öffnen. Hier war noch eine Tür. Und ich weiß nicht, was auf der anderen Seite ist. Mann, ich verliere so viel Energie. Was bist du denn für einer? Wow. Mann, Mann, Leute. Wo bin ich jetzt schon wieder? Wrecked Ship. Ich bin ja schon wieder bei Meridia. Nee. Da gehen wir erst später lang. Wir sollten erst nochmal das Schiff erkunden. Das möchte ich alles noch in diese Folge packen. So, einmal nach oben wieder. Wo ging es weiter? Dort. Dann erkunden wir erstmal das Schiff weiter. Und dann gehen wir nach Meridia. Und das Gute ist, wir haben jetzt diesen Suit. Das heißt, wir können da ordentlich Alarm machen in Meridia. Oh, ich will hier nicht runterfallen. Oh, da war der Grappling-Dinger. Ja, den hätte man einsetzen sollen. Den hätte man einsetzen sollen. Schnell auf das Teil springen. Jupp. Ah. Ich verliere so viel dumme Energie. Und dabei habe ich gerade abgespeichert. Obwohl, kann ich da drauf drücken? Wo bin ich denn jetzt? Ja, ich bin in diesem Raum. Okay, dann hole ich mal den Grappling-Beam. Oh Mann, bin ich blöd. Grappling-Beam raus. Und dann sollten wir uns da ganz gut bewegen können. Ja. Tja, selbst mit Gravity Suit ist es noch ein bisschen schwierig. Ja, ich habe zu lange bei diesen Dingern, bei den kaputten Dingern, da muss man ganz schnell sein, sonst klappt das nämlich nicht. Oh, jetzt hatte ich nicht mal den Beam draußen, ich Idiot. So, ich speichere das nochmal ab, wenn ich den Beam habe. Ja, wenn es nur einen einfacheren Weg geben würde.
Theoretisch kenne ich noch einen, diesen Speed-Dinger. Yes! Oh, Alter, wir haben einen neuen E-Tank! Das ist ja mega fett! Dann hat es sich echt gelohnt, hier nochmal runter zu gehen. Also wirklich. So, alles voll aufgepowert. Bitte, Dankeschön. Das war dumm. Egal, ich springe einfach schnell hier durch. Ist jetzt nicht die Welt, wir haben ja den neuen Suit. Der muss jede Menge Schaden abblocken. Oder der ist halt nur für dieses Wasserterrain gut. So. Mann, haben wir wieder viele Items eingesammelt. Jetzt kann es weitergehen, oder? Ich glaube, ich werde mal Richtung Meridia laufen. Hier geht's weiter. Mann, richtig spannend jetzt gerade. Jetzt sind wir richtig gut vorbereitet. Energietank ist voll. Du, Kollege, du kannst mir auch nochmal hier das voll machen. Hoppala. Jetzt bin ich hier runtergefallen, aber das macht gar nichts mehr. Hoppala. Da muss ich aufpassen. Und ich glaube, wir können jetzt auch ewig im Wasser bleiben, wenn ich mich nicht irre. Da ist nochmal so ein Kollege. Der ist gar nicht cool. Ich habe ihn ein bisschen abgekühlt. So, Kollege, du kannst mir Zeug geben. Das ist nicht schlecht. Mann, es ist so cool, dass wir jetzt da einfach im Wasser rumjumpen können, wie so ein Fisch. Ich laufe einfach mal weiter und ich glaube, ich sollte nicht runterfallen. Ja, ich bin runtergefallen, aber es macht nichts. Ist hier vielleicht noch so ein Teil? Ne, wir müssen durchs Wasser, anders geht's nicht. Hier könnte man auch wieder so viele Sachen durchleuchten, aber ich glaube mal da, wo das Wasser ist. Guck mal, hier ohne den Suit, da wären wir nie durchgekommen. Durch dieses Terrain hier. Also nur teilweise. So, jetzt bin ich mal gespannt, was da auf uns wartet. Es ist wieder dieses Teil hier. Das spuckt immer diese hässlichen Teile. Weißt du was, einfach mal Bomben drauf. So, jetzt aber. So, euch muss ich auch alle töten, immer wieder. Stirbt doch alle. Da ist noch einer. Das sind sogar mehrere. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir zu einer Speicherstation kommen. Oh, da habe ich die Tür gehört. So, bam, 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 bam. Sterbt alle und gebt mir eure Energie. Jetzt kann ich dieses Autoteil einschalten. Aber was bringt mir das? Was bringt mir das, dieses Autoteil? Reverse Tank. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das bringt, was das tut. Gehen wir einfach mal hier runter. Ich denke, dann sind wir wieder direkt in Meridia. So, ne. Wir haben ein Tunnelsystem vor uns. Alles sehr interessant hier. Interessant, interessant. Okay, dann würde ich sagen, wir machen das in der nächsten Folge. Kann ich nach unten... Ja, ich würde sagen, wir erkunden das alles in der nächsten Folge. Es wird wieder spannend. Nee, das ist noch nicht Meridia. Ja, ja komm, der eine Weg, das machen wir jetzt schnell. Dann fangen wir in der nächsten Folge in Meridia an. So, Kollege, stirbst du bitte. Was könnten wir denn hier noch alles tun? Was gibt es hier für Geheimnisse? Aha. Aha. Ah, siehst du, jetzt kann ich mir dieses Item holen. Stirb. Jetzt würde ich gerne... Hä? Habe ich tatsächlich Energie gekriegt, obwohl ich gar keine Energie mehr auffüllen kann? Wo gehen wir denn jetzt runter? Einmal hier lang. Wir müssen uns durch ordentlich Wasser kämpfen. Kann man da rauf? Nee, das schaffe ich nicht. So, jetzt können wir hier lang. Ist ja ziemlich lustig gemacht. Aber ich glaube, hier gibt es keine Items mehr. Man weiß ja nicht. Metroid hat ziemlich viele Geheimnisse. Warum kann ich noch mehr Energie einsammeln? Hä, ich kann doppelt so viel Energie einsammeln, oder was? Okay. Ach, Reverse Reserve Tank. Ach, so ist das. Und dann kann ich den einfach eintauschen, dann haben wir mega fett Energie am Start. Nicht schlecht. Stirbst du bitte? Danke. Oh, dann geht's auch nochmal weiter. So. Und du stirbst leider auch. Ich würde hier gerne raus. Bringst du mich hier raus? Warte. Einmal nach oben. Und dann muss ich wahrscheinlich da weiter, oder? Nee, warte. Okay, da geht's weiter. Da hätte ich mal gerade bleiben sollen. So, bam. Einmal runter da. Bam, 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 bam. Ihr stirbt alle. Könnt mir Energie geben für meinen Kampf. So.
Ne, gibt's da nicht. Ups, das wollte ich gar nicht. So, dann gehen wir mal nach Meridia, was? Haben wir halt ein bisschen Überlänge gemacht. Oh, da brauchen wir sogar eine Super-Duper-Bombe. Super-Duper-Dreifach. Zack, sind wir schon durch. Hallo, Meridia. Schön, dass du wieder da bist. Ich speichere hier mal kurz ab. Ich glaube, in dem Raum ist auch nichts mehr drin. Dann gehen wir mal kurz runter und suchen eine Speicherstation. Ich glaube, die müsste gleich in der Nähe sein, wenn ich mich nicht irre. Unbekanntes Terrain wieder mal. Wir sind hier. Und wir haben leider keinen Anhaltspunkt, wo die Speicherstation sein könnte. Hier vielleicht? Oh, ich bin runtergefallen. Oh, ich bin sogar im Wasser. Warte, ich möchte nochmal schnell dort hoch. Weil ich glaube, hier ist eine Speicherstation. Ich bin mir sicher, oder? Ich weiß das Spiel. Ich kenne das Spiel. Und da speichern wir mal ab. Ein richtiges Speichern. Und dann können wir in der nächsten Folge wieder ordentlich erkunden. Was haben wir hier denn alles? Tja, so sieht's aus. Da sind drei Gebiete von Meridia, die wir schon mal erkunden durften, weil dazwischen ein Gang ist von Brainstar, wo es dann auch zu Crate runterging. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben erfolgreich fette Items besorgt. Jetzt sind wir richtig am Start, hier am Stüssel, hey. Wir können einfach durchs Wasser jumpen. Das wird jetzt richtig fett. Also würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich war der Chronoid. Ciao, Leute.